Ich war 13, als die Mauer fiel. Während meiner gesamten Kindheit in einem Dorf in Südhessen spielte die DDR keine Rolle. Ich wusste damals fast nichts über unsere Nachbarn. Eigentlich wusste ich nur, was mein Freund Alexander, der drüben Verwandtschaft hatte, mir erzählte. Man darf keine Spielzeugpanzer mitnehmen. Was? Warum? Weiß nicht, aber wenn man erwischt wird, kommt man ins Gefängnis. Über Gefängnisse wusste ich deutlich mehr. Ich hatte Der Graf von Monte Cristo als Kassette. Oh. Aber man kommt doch nur ins Gefängnis, wenn man erwischt wird. Spielzeugpanzer waren doch gar nicht so groß. Die könnte man doch eigentlich ganz gut verstecken. Okay, vielleicht nicht unter dem T-Shirt. Aber man könnte doch in den Schulranzen einen doppelten Boden reinbasteln. Oder mit Knete etwas anderes daraus machen. Eine Giraffe? Toll! Oder die kaputte Naht vom Schnuffi ein bisschen weiter auftrennen, den Panzer reintun und an der Grenze so tun, als ob man schlummelt. Sie können passieren, Sie haben ja offensichtlich Gene-Spielzeug-Sponsor dabei. Ich habe wochenlang Pläne geschmiedet und versucht, Verstecke zu bauen. Wer hat die Daunendecke aufgeschnitten? Dabei hatte ich weder einen Spielzeugpanzer noch Verwandte in der DDR. Da war mal was. Der neue Comic von Flix.